gehen wir mal in Kornhaus in Enge. Blue, 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 blue
So, heute sind wir im Kornhaus in Enge und bei mir ist der Michael Schwendemann, das Gründungsmitglied von The Ghostwriters. Erzähl mir doch mal gleich, wie lang macht ihr schon Musik miteinander? Wie lange gibt es die Ghostwriters schon? Also gegründet habe ich die Ghostwriters eigentlich 1961. Da hießen wir noch Blizzards. Und dann haben wir uns umbenannt in Ghostwriters 1962. Und das Gründungsdatum eigentlich 1962. Ich bin jetzt der einzige Gründer und Mitglied. Die anderen sind zum Teil gestorben oder sind immer so gut drauf. Und die Ghostwriters haben sich natürlich entwickelt im Laufe der Zeit, im Laufe der vielen Jahre. Es sind über 22 Bandmitglieder, wenn man so alle zusammennimmt. Und jetzt am Jubiläum, 61 Jahre, waren sogar alle Gründungsmitglieder da. Das war der Hans Gold, der Pfarrer geworden, der andere der Karle Blaser und der andere der Heinz Grimme und ich. Wir waren die Gründer eigentlich zusammen. Ja. Und alle leben noch und waren dabei. Sind alle von Singen? Von Singen damals schon. Da haben sie ja gegründet am Heger-Gymnasium. Da waren alle Gymnasiasten und gleichzeitig in der Herz-Jesu-Kirche Ministranten. Und durch das Ministrantentum haben wir in der Kirche gesungen. In der Schola gesungen. Da hat man gemerkt, dass man singen kann. Und der allererste Auftritt war eigentlich 1961 in der Schokolade zu dritt. Mit so Industriemikrofonen. Ja. Das muss fürchterlich geklungen haben. 100-Volt-Anlage und sowas, super. Ja. Also, wenn sie selbst gemacht, Michael Rode, Bodeschon, so eine tolle Zeit. Und das hat gehalten bis hierhin, bis heute. Natürlich im Laufe der Zeit sehr verbessert, kamen neue Mitglieder rein, zum Teil Semiprofessionelle. Und ich war immer der Motor und habe immer geguckt, dass die Ghostwriters bleiben. Die kleine Königin, Tobi, kannst du mal rein. Thank you.
You're gonna take that girl from under you.
Tuesday afternoon, all I could do was cry.